Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei der neuen Aufnahme. Wir sind ungefähr da, wo wir vorher auch waren. Wir ja, haben gerade das Bushlands Level geschafft. Und ich muss mich gerade an die Steuerung noch ein wenig gewöhnen. Wir speichern hier kurz. Jawohl. Und unterhalten uns jetzt mal mit den ganzen anderen Leuten, die wir hier jetzt noch so rumstehen lassen haben. Vielleicht zur Info, was ist bisher jetzt noch passiert oder was ist in der letzten Folge passiert, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Wir haben das Bushlands fertiggestellt. Die haben festgestellt, dass wenn man die roten Blumen frisst oder isst, dann wird man zu einem bösen Mimiga, wie wir sie schon oft gesehen haben. Und jetzt fragen wir hier mal ein wenig die Leute. Good work. Ja, gute Arbeit. Vielen Dank. Aber das Fahrrad oder das Motorbike ist ein komplettes Wrack. Aber wir haben es irgendwie geschafft. The doctor's scheme is moving along as planned. So, also, der Plan vom Doktor läuft wie geplant. Wir müssen uns beeilen und etwas dagegen tun. Sehr schön. Und was? Willkommen zurück. Ja. Sieht so aus, als würde ich dir noch etwas schulden. Mit Kazuma hier. Jetzt, wo Kazuma hier ist, bin ich mir sicher, wir sind in der Lage, die Passwörter für für die Eier herauszufinden. Ja. Professor Booster, können wir mitnehmen? Professor? Hä? Sue? Wir müssen uns erstmal mit unserer Rettung oder unserer Flucht zurückhalten. Und weil der Doktor hat die Position der roten Blumen gefunden. Hä? As of yet, he doesn't have his hands on them. Er hat sie noch nicht in die Hände bekommen, die roten Blumen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bevor er dies tut. Ihr Standort ist in der Sandzone und ich habe gehört, dass die roten Blumen dort sind. Sandzone? So, wenn wir dahin gehen, werden wir den Doktor finden? I fear that it's the Doctor Minion that will prisonly go. Ich glaube eher, dass die Untertanen oder die Ergebenen des Doktors dorthin gehen werden. Aber wir müssen diese roten Blumen zerstören, bevor sie sie in die Hände kriegen. Wie immer, wie auch immer, die Sandzone ist ein sehr gefährlicher Platz. Wenn wir dorthin gehen, Yeah, if we were to go, whether or not we can make it back alive, isn't. Wenn wir dorthin gehen, ob wir dahin gehen und dann lebend wieder zurückkommen, ist eine. Are you giving up then? Gibst du dann jetzt schon auf oder geben sie jetzt schon auf? Eigentlich nein. We have just the right person with us now. Ja, wir haben die richtige Person mit uns. Das wäre dann wohl ich. Ja. You. What is he? Was ist er? Well, he's an armored Recon robot that was dispatched to this island 10 years ago. Robot! Oh mein Gott, ich bin anscheinend ein Roboter, der hier vor 10 Jahren hergekommen ist. Ja, ich habe gehört, dass sie zerstört wurden nach dem Krieg. Aber ich weiß nicht die genauen Details davon. Vielleicht einer von ihnen, Professor, have connected us to the Sandstone Teleporter. Oh, ich habe uns mit dem Sandstone Teleporter verbunden. You are the most evil among us. Du bist der Beste, der dafür gemacht ist, dieses Island zu durchsuchen. Bitte hilf uns. Sandzone, hä? Und wir werden jetzt erst noch mal kurz.
glaube, ich muss gleich noch mal was an den Einstellungen abändern. Dazu werde ich hier kurz speichern und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe den Controller abgesteckt und deswegen, naja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, aber mit der Einstellung, die ich vorher hatte, konnte ich nicht richtig spielen. So, wir gucken hier rein und können ja jetzt mit unserem Jellyfish Juice das hier ausmachen. There is something buried within the ashes. Obtained the Bubline. Was auch immer das ist. Bubline found in the assembly hall fireplace. Use it as you like. Was auch immer das ist. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir können damit bestimmt was Tolles machen. Vielleicht. Na, wir werden sehen. Hop, hop, hop. Hier hinten noch was Neues. Die Truhe ist auf. Hier ist auch nichts drin. Gut, dann werden wir jetzt den Sandteleporter benutzen, so wie es vorgesehen ist für uns. Weil wir ein Kampfroboter da sind. If there are no more red flowers, we can hopefully avoid the war. Ja, wenn keine roten Blumen mehr da sind, können wir hoffentlich den Krieg verhindern. Well, that's a pretty heavy responsibility. Das ist eine sehr starke Verantwortung, denkst du nicht? You can travel to Sand Zone with this teleporter. Ja, du kannst jetzt in die Sandzone reisen mit dem Teleporter. Such nach den roten Blumen und verbrennen sie alle. You are the one from 10 years ago, aren't you? So, anscheinend scheint uns der Kazuma noch zu kennen, weil er fragt uns, ob ich der eine von, oder ob ich einer von, irgendjemand von 10 Jahren zuvor war. Ich habe es nicht wahrgenommen. Bis jetzt. Du bist wirklich gut gemacht. It's Teleporter. A Corridor, Bushlands, Sandzone. Ja, begeben wir uns in die Sandzone. Yes. Beam me up. Sandzone. Ja, dann mal sehen. Wer ist das und warum läuft es vor uns weg? Ah, okay, wir können also so nach oben gucken und nach unten. Okay, dafür nehmen wir mal den P-Shooter. Einfach mal die Waffen entsprechend nacheinander aufbauen. Bin immer noch gespannt, was diese Waffe macht. Vor allem, wenn sie hochgebaut ist. Die anderen werden ja auch immer stärker, die entsprechenden Waffen. Thank you.
Und hinterher. Gleich haben wir sie ein Level höher. Ja, fast. Level up. Ah, okay. Jetzt ist sie doch recht gebrauchsfähig, würde ich sagen, die Waffe. Hopp, hopp. So. Hier hinten gibt's Getränke, eine Bar. Sandstone Resident. Ah. Hey! Look, Wizarder, after such a long time, I know what you want to do. Ich weiß, was du machen willst, aber du wachst besser auf. Die Mimiker hier sind Gegner. They're totally harmless. Aren't the enemy? Die Mimiker sind nicht die Gegner. Die sind total harmlos. Es tut mir leid. I'm on the Mimiker side. Going to lose to you. Okay, sie greifen uns jetzt an. Okay, und ich bin tot. You've died. Want to retry? Yes. Und wir sind wieder hier. Sehr schön. Ich speichere dann, glaube ich, nochmal unten. Bei dem Typen. Bevor das Ganze so ist, hole ich mir den Bubble Blaster wieder. Hup, 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 hup. Hup. Es ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Vor allem, warum steht hier dieselbe Tafel wie unten beim Professor? Mysteriös, mysteriös. Bubline, Bubline. Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Hat der Typ uns hier noch was zu sagen eigentlich? Arthur's house sounds quite lively. Is there a party going on there? Jawohl, feiern unten eine Party. Eine Party, in der ich in die verschiedenen Sandzonen geschickt werde. So, die nächste Frage, die ich dann hätte. Warum liegen da unten eigentlich rote Blumen? Ich bin gespannt. Abwarten. Und it's a teleporter. Ja, wir wollen in die Sandzone. Jawohl. Wahrscheinlich, da wir ein Roboter sind, hält sie uns für etwas Gefährliches, was wir ja eigentlich nicht sind. Das ist die Karte und wir müssen quasi da oben lang, also wir müssen nicht da rein, aber wir müssen da oben lang. Ich glaube, man hört auch in den anderen Aufnahmen andauernd das Klacken des Controllers. Ich glaube, das wird das nächste sein, was ich mir neu hole, einen besseren Controller. Es ist schrecklich. Ich finde es ja hier schon fast zu laut, was der Controller für Geräusche macht. Autsch. Level up. Yeah. Gut.